Susanne Herzog. Vielen Dank, dass Sie hier mit uns in Straßburg sind. Das ist für uns eine große Ehre, Sie in diesem Studio auch zu empfangen und Sie begrüßen zu dürfen. Vor ziemlich genau 40 Jahren sind Sie hier durchs Elsass gelaufen. Da waren Sie unterwegs von München nach Paris, um Lotte Eisner zu retten. Das ist ziemlich genau 40 Jahre her. Ein paar Jahre später sind Sie nochmal in Straßburg unterwegs gewesen, als Sie um Deutschland herum gelaufen sind. Jetzt machen Sie Halt in Straßburg. Sie waren ja auch, glaube ich, hier an der Universität in den 80er Jahren. Da gibt es einen Tonmitschnitt davon. Ja, genau. Und Sie sind jetzt gerade ein bisschen unterwegs. Gestern waren Sie in Italien. Sie fahren dann anschließend nach Lyon und nach Paris. Also ein großer Erfolg jetzt für Sie wieder, endlich, war schon längst fällig. Wie ist denn das für Sie, diese Wiederentdeckung von Werner Herzogs Filmen? Ich weiß nicht, ob das Wiederentdeckung ist. Im Moment ist eben die Chance da, dass man in einer neuen technischen Version auf DVD ein ganzes Paket meiner Filme sehen kann. Das hat es früher nicht gegeben und man kann natürlich dann auch Querverbindungen zwischen den Filmen sehen und die Filme gehören ja sehr zusammen und das wird dadurch natürlich sichtbar. Früher war halt das Problem immer, dass man Celluloid-Kopien brauchte und dass die dann auch untertitelt sein mussten und Ähnliches. Es gibt zum Beispiel eine Serie von Filmen von mir, von Dokumentarfilmen, ich glaube 26. Und da hat das Goethe-Institut Untertitelungen machen lassen, und zwar in 10 Sprachen. Also Sie können die Filme auf DVD sehen und dann das Ganze in Arabisch sehen oder in Spanisch oder in Mandarin oder in Koreanisch. Und das ist natürlich sehr schön, dass es sowas auch gibt. Ja. Aber Ihre letzten Filme, die haben, also seit Grizzly Man, da gibt es ja plötzlich so einen gewissen Erfolg von diesen Filmen, die sprechen ja irgendwie das Publikum an. Ich finde, das ist, man spricht wieder von ihnen, man spricht also seit Grizzly Man, dann man hat auch ein bisschen von Into the Abyss gesprochen, Bad Lieutenant wurde auch sehr viel besprochen. Was spricht denn, also ich finde das interessant, dass das Publikum da halt eben sich dafür interessiert, jetzt wieder vermehrt. Es ist einfach da die Tatsache da, dass die Filme zur Verfügung stehen, dass man sie sehen kann. Man kann sie sich übers Internet auch herunterladen, Netflix. Und daher kommt es auch, dass heute 15-Jährige das Gros derer sind, die mir zum Beispiel Mails schicken, die Sachen wissen wollen, sind 15-Jährige. Die jetzt die Filme entdecken. Die Eltern haben die Filme alle nicht gesehen. Das sind sehr, sehr junge Leute. Ja, das ist interessant. In dem Interviewbuch von Paul Groening erwähnen Sie, wir erwähnen ein paar Künstler, die für Sie sehr, sehr wichtig sind. Auffällig ist dabei, dass diese Künstler aus der Frühneuzeit und aus der Barockzeit, also viele davon sind. Was ist für Sie so faszinierend oder interessant an dieser Epoche, an dieser Zeit? Ich glaube nicht, dass das mit der Epoche zu tun hat, weil die Künstler, in dem Fall, Sie sprechen jetzt wohl von Malern, die gehören nicht in ihre Zeit. Also zum Beispiel Hercules Segers, frühe Rembrandt-Zeit, es gibt ja fast nichts mehr von ihm, ein paar Drucke, experimentelle Drucke, die sind so außergewöhnlich und so visionär wie jemand, der 400 Jahre vor der Zeit voraus war. Ja. Oder andere, die zum Beispiel Schriftsteller Büchner, der ist 150 Jahre vor seiner Zeit gewesen, oder Gesualdo, der Komponist, auch 300-400 Jahre vor seiner Zeit. Erst ab Stravinsky hat man wieder Musik gehört, wie sie schon
1590, 1610 geschrieben wurde von Gesualdo. Und das sind Figuren, die sind nicht wirklich im Kontext ihrer Zeit. Die sind weit, weit, weit voraus. Ja. Das sind nicht nur Künstler. Mich hat zum Beispiel auch immer interessiert, zum etwa der Pharao Akhenaton, der war 1000 Jahre seiner Zeit voraus. Oder 1400 Jahre seiner Zeit voraus. Und da gibt es eben eine bestimmte Faszination, die aber nicht unbedingt jetzt festgemacht werden muss, dass zum Beispiel irgendwelche Lyriker, Gryphius Quirin Kuhlmann, dass die in der Barockzeit gelebt und geschrieben haben. Ein Autor, den Sie auch, glaube ich, ganz gerne mögen, ist Heinrich von Kleister. Sicher, ja, Heinrich von Kleister, an dem kann niemand vorbei, oder an Hölderlin, ja, kann niemand vorbei, der sich für Sprache interessiert. Oder das ist das Äußerste, was in der deutschen Sprache geschaffen wurde. Und es ist halt schön, dass es die gibt, und seither ist nie wieder etwas von der Größe gemacht worden. Haben Sie schon mal dran gedacht oder sich überlegt, ob Sie den Michael Kohlhaas zu verfilmen? Ich weiß, das ist eine sehr typische Herzogfigur. Also das könnte eine der rechtschaffenste und entsetzlichste Mensch zugleich. Ach, das hat Schlöndorff gemacht, und ich glaube, es gibt inzwischen schon wieder einen. Das muss ich nicht nochmal machen. Nee, also die Figur würde Sie... Nein, es ist besser, wenn man die Novelle liest. Das ist sowas von außergewöhnlich und hat solche Kraft. Es muss nicht immer alles zu Filmen gemacht werden. Ich möchte, dass wir kurz einen Auszug angucken aus Kaspar Hauser, aus dem Kaspar Hauser Film. Und vielleicht können Sie was zu diesen Bildern sagen, die wir jetzt gleich sehen. Ja, es ist merkwürdig, wie lange es dauert, bis die Musik anfängt, bis das Bild ist. Und man hört die Vögel. Ja, ja. Und das ist Orlando di Lasso, Requiem. Ja, das Requiem, ja. Und Kaspar Hauser, so eine tragische Figur. Und der Mann, der das spielt, Bruno S., ist ja auch eine zutiefst tragische Existenz gewesen. Das sind Bilder hier, die gemacht worden mit einer Teleoptik, auf die eine extreme Weitwinkeloptik draufgesetzt wurde. Das heißt, ein System, das nicht kompatibel ist. Ja, dafür sind die Optiken nicht geschaffen. Und dadurch ergibt sich, dass im Bild die Ränder nicht mehr stimmen. Das sind dann so Farbverschiebungen, und es wirkt sehr, sehr seltsam, man weiß nicht, woher das Seltsame kommt. Das Bild finde ich ja immer faszinierend, weil es wird, also die Bilder werden immer künstlerischer. Also es ist halt es ist sehr experimentell auch hergestellt. Ja. Und das ist eben der Moment, wo Kaspar Hauser zum ersten Mal ein Haus oder Bäume sieht oder ein Feld. Er hat ja seine gesamte Kindheit und Jugend in einem dunklen Kellerverlies verbracht. Ja, ja. Und auf einmal wird er in die Welt gestoßen. Das ist gedreht in Dinkelsbühl, wo er ausgesetzt wurde. Das heißt, historisch wurde er ausgesetzt. In Nürnberg, ne? In Nürnberg, ja. Und man weiß bis heute nicht, wer ihn gefangen gehalten hat. Man weiß auch nicht, warum. Es hat eine ganze Reihe von Verschwörungstheorien gegeben, die haben sich alle als unhaltbar erwiesen. Also zum Beispiel, dass ein Nachkomme des Hauses von Baden gewesen wäre. Man hatte DNA-Abgleiche gemacht. Ja. Er wurde ja ermordet, und das Hemd, das er trug, als er erstochen wurde, das gibt es in einem Museum. Und man hat davon DNA analysiert und Nachfahren des Hauses Baden sozusagen zur Blutprobe gebeten. Ja. Und das hat sich als völliger Unsinn herausgestellt. Das war aber immer klar. Und das ist hier so diese unerhörte Einsamkeit.
Ja, diese Vogelperspektive Ja, auf ihn. ja. Also ich finde, diese Bilder haben eine unheimliche Kraft für mich. Also ich kann sie Ja. 20, 30 Mal hintereinander, die Ja. ergreifen mich da auch immer. Also Ja. diese Landschaftsbilder können Sie, also Ja, das ist das die. Schöne am Kino, dass solche Sachen möglich sind, wo sie ergriffen sind oder wo sie illuminiert sind. Das ist ja etwas anderes als Informationen zu bekommen. Ja. Das sieht man vor allem im Dokumentarfilm heutzutage. Fast ausschließlich ist das Journalismus. Das heißt, die Dokumentarfilme haben sich eigentlich nicht wirklich vom Journalismus getrennt. Und diese Scheidung muss ernsthaft eingereicht werden. Ich gehöre zu denen. Und deswegen sind das eben ungewöhnliche Dinge, die dann mehr als vom faktischen leben, die leben dann von etwas viel Tieferem. Wie schaffen Sie das? Weil es ist so faszinierend, also wenn Sie ja von Dokumentationen sprechen, also diese Todesstrafe-Reihe, die Sie gemacht haben on Death Row, die Ja. finde ich fantastisch, weil das sind so sehr, sehr strenge Bedingungen, Drehbedingungen, die Sie Ja. hatten, und trotzdem schaffen Sie es, was Fantastisches daraus zu machen, wo man, wo irgendwo etwas passiert. Das sind nicht einfach nur so Talking Heads, Ja. sondern es passiert ja etwas. Die Leute sagen etwas. Ja. Wie machen Sie das eigentlich? Sehen Sie zum Beispiel, Into the Abyss ist ja fast 2 Stunden lang. Ja. Ich habe aber nicht mehr als 6 Stunden gedreht dafür. Andere würden 400 Stunden drehen. Ja. Ich weiß, was ich mache und ich suche, glaube ich, auch die Menschen richtig aus, mit denen ich dann den Film auch mache. Das heißt, die Personen, die da auftauchen, ich kann es im Englischen am besten sagen, you have to know the heart of men, wenn man tief hineinschauen kann und Einblicke bekommt. Und dann brauche ich auch kaum Material, zum Beispiel Into the Abyss. Es gibt nicht eine einzige Person im Film, die ich länger als 50 oder 60 Minuten in meinem gesamten Leben getroffen und gesehen und gefilmt habe. Manche, also zum Beispiel, es gibt einen Pastor am Anfang, der die Hingerichteten oder die Gefangenen während der Hinrichtung begleitet und Begleitet. betreut. Den habe ich ganze 20, 25 Minuten in meinem Leben gesehen. Der stieg aus dem Auto aus, stellte sich vor die Kamera und alles, was ich mit ihm erlebt habe, ist praktisch im Film drin. Also, aber auch mit den Ganz, ganz, ganz wenig Material nur. Gefangenen. Also Ja. ich denke daran, also an Hank Skinner, wie er diese Geschichte da von der Twilight Ja. Zone erzählt, Ja. oder James Barnes, Ja. dieses Familienfoto. Könnten Sie noch etwas sagen? Da gibt es Ja, ich dieses kann eben Familienfoto. tief, tief hineinschauen und das fasziniert mich auch, weil sie da in Abgründe schauen, die wir so tief nie im Kino sonst erleben. Das sind ja auch Filme, die sehr intensiv hintereinander gemacht werden. Erst einmal 4 und dann nochmal 4, weil die so sehr tiefen Anklang beim Publikum gefunden haben. Denn das war eine Fernsehanstalt Discovery in den USA dahinter. Die wollten dann noch welche haben und ich habe das auch gemacht, aber dann war klar, dass ich musste das aufhören. Es gibt so eine gewisse Ökonomie mit der eigenen Person oder mit dem, was man verkraften kann und wegstecken kann. Und der letzte Film, den ich gemacht habe, Blaine Milam, da ging es um einen Exorzismus, ja. unfassbar entsetzlichen Mord und Folter von einem kleinen Mädchen, das gerade zu sprechen anfing, das gerade zu laufen anfing. Und das war so außergewöhnlich furchtbar, dass ich
ich weiß nicht, nachts auf einmal geschrien habe. Meine Frau wachte auf, weil ich geschrien habe. So, und dann war klar, das muss aufhören und damit war auch Schluss, obwohl ich hätte auch noch 20 weitere Fälle machen können. Ja. Also ich konnte ja 2 Nächte nicht schlafen, nachdem ich die James Barnes-Episode gesehen hatte. Das hat mich so verarbeitet, so verstört ja auch. Ja. Aber ich kann auch gut mit diesen Menschen umgehen, weil ich sie respektiere. Sagt ja jeder immer sofort, ah, das sind Monster und hängt sie gleich auf, ganz hoch auf dem höchsten Baum. Und richtig, ich meine, die Verbrechen sind monströs, aber die Täter sind immer Menschen, sind keine Monstren. Und das sieht man auch sehr, sehr deutlich. Ja. Und diese unglaublichen, tragischen Dinge, die sich da abspielen, das Merkwürdige ist auch, dass eigentlich alle, mit denen ich gesprochen habe, nur einen Schritt von uns entfernt sind. Hm. Ja. Ja, das ist halt eben, also gerade bei dieser Geschichte, dieser Familiengeschichte, dieser Familienhintergrund von dem James Bond, also dieses Leiden, auch wenn alles, was er erzählt, auch schrecklich ist, aber dieses Leiden ist genauso, ist auch schrecklich. Und das versuchen, also das schaffen sie, das halt eben, das herauszuarbeiten. Und das Er wollte ja nicht mehr mit Polizei sprechen und hat vor der Kamera noch 2 weitere Morde gestanden und erklärt. Ne? Das wollte er aber nur mit mir. Ja. Er hat gesagt, mit niemand anderem und wollte auch, dass ich sozusagen sein Mentor werde. Ja. Oder ihn. Und gut, ich kann das und das kann man auch nicht in der Filmhochschule lernen. Nee, oder irgendwo, das geht nur durch Lebenserfahrung. Ja, das ist sehr schön auf jeden Fall. Wir haben gerade vorhin da diese Bilder aus Caspar Hauser gesehen. Also bei Ihnen, also im ganzen Werk geht es auch viel um Wahrnehmung. Und zwar sowohl äußere Wahrnehmung, also es gibt halt diese wunderschönen Bilder in Land des Schweigens und der Dunkelheit, dieses Antasten der Objekte. Und es geht aber auch um innere Wahrnehmung. Was der Caspar Hauser sieht, was der Hias sieht, was auch sogar eine Figur, Spielfilmfigur wie McDonough in Bad Lieutenant. Gibt es für Sie einen Unterschied zwischen innerer Wahrnehmung und äußerer Wahrnehmung oder wie sehen Sie? Ja, das ist ein schwieriges Thema, aber wenn Sie erwähnen, Land des Schweigens und der Dunkelheit, das hat natürlich eine ungewöhnliche Tiefe, weil wir auf einmal sehen, wie wir mit der Welt in Verbindung sind. Und, und dann ist die Hauptfigur eben so außergewöhnlich, mit so außergewöhnlicher, radikaler Würde und mit solchem Tiefgang. Und da hatte ich halt Glück auch, dass ich so jemanden gefunden habe. Ja. Herz aus Glas, gut, da geht es um jemanden, der prophetische Fähigkeiten hat. Das hat aber etwas anderes, Ungewöhnliches, Stilisiertes, weil das ist ein sehr stilisierter, sehr bayerischer Film. Wird auch zum Teil ja im Dialekt gesprochen. Und dann war ja dabei immer ein Ziel gewesen, dass auch Landschaften inszeniert werden. Das ist so wie Landschaften, die fast in hypnotischem Zustand sich befinden, wo zum Beispiel ein Nebel wie ein Fluss durch ein Tal rast und völlig außer sich, also Landschaften, die außer sich sind, die ekstatisch sind. Und für mich war auch immer klar, das ist eine Geschichte, wo eine ganze Dorfgemeinschaft in kollektive Trance verfällt, in kollektiven Schlafwandel verfällt. Und in ein Unglück hineinmarschiert, das eigentlich von den Propheten vorhergesehen und auch beschrieben wird. Und ich dachte dann immer, wie stilisiere ich das? Und habe dann mich entschlossen, dass alle Darsteller unter Hypnose spielen sollten. Aber so tief in Hypnose, dass sie also nicht die Augen geschlossen haben. Sie können dann die Augen öffnen und bleiben in Hypnose und können auch in Hypnose mit einer anderen Person
Dialog haben. Kommunizieren. Und dadurch hat dieser Film was ganz Eigenartiges, was es sonst noch nie gegeben hat. Sie haben viele Filme, die mit den Wörtern "Ich sehe" anfangen. Es gibt Land des Schweigens in der Dunkelheit. Ja. Hias, also in Herzogsglas, ja, ja. Nosferatu, als sie da halt eben erwacht plötzlich und die sagt ja auch, ich sehe was Grauenhaftes oder was Geschreckliches. Ja, ja. Das fand ich. Das ist mir nicht aufgefallen bisher, danke für den Hinweis. Das war mir aufgefallen. Ja. Vielleicht ein Nebenthema zur Wahrnehmung, aber es ist halt eben ein bisschen ein anderes Thema. In ihren Filmen geht es viel um Religion, um Glaube. Es gibt auch, Sie haben viele Dokumentarfilme, die sich um den christlichen Glauben drehen, die aber so andere Formen annehmen. Ja. Also ich denke an Filme wie auch die amerikanischen Filme von 1980, God's Angry Man und Huey Sherman. Oder auch in Gott und die Beladenen. Ja, in Südamerika. In Mittelamerika. In Mittelamerika oder auch Bells from the Deep zum Teil. Was interessiert Sie denn an diesen anderen Formen des Christentums? Oder geht es, ich glaube, es vielleicht wenn, Ihnen um was anderes? Wenn Sie, ja, wenn Sie sich ansehen, Bells from the Deep, also Glocken aus der Tiefe, das ist ja eigentlich gar nicht so sehr um Christentum. Ja, ist klar. Um das der Film kreist, sondern einfach um die Seele eines ganzen Volkes. Ja. Und da macht der Film auch keinen klaren Unterschied zwischen der Grenzlinie zwischen christlichem Glauben und das, was wir als Aberglaube klassifizieren würden. Aber das kommt vielleicht daher, dass ich in meiner Jugend, also so als 14-Jähriger, eine sehr dramatische, religiöse, kurze Phase hatte. Und da gibt es in einer ganzen Reihe von Filmen ein entferntes Echo. Der Film Kaspar Hauser hat ja eigentlich ursprünglich einen Titel, der zu kompliziert war. Keiner hat jeder es richtig. Jeder für sich und Gott gegen alle. Ja, jeder für sich und Gott gegen alle. Das ist ein wunderschöner Titel. Ja, das ist klar. Eigentlich schade, dass er nicht behalten worden ist. In den das sehen Sie in den Zeitungen, stand die Journalisten haben dann geschrieben, ja, einer für Gott und alle miteinander und Gott für alle und keiner gegen niemanden. Das hat niemand richtig zitieren können. Ja. Dabei ist es so einfach und es ist ein schöner Titel. Jeder ist, in Französisch auch schön. Chacun pour soi, Dieu contre tous. Das ist wunderbar. Ja, gut, es gibt so eine ganze Reihe von Sachen, die mit tiefen Erfahrungen oder dramatischen inneren Erlebnissen zu tun hatten. Oder es gibt eine ganze Reihe von Filmen, die haben mit der Sehnsucht zum Fliegen zu tun. Die große Ekstase des Bildschnitzers Steiner oder Wings of Hope, also die Schwingen der Hoffnung und The White Diamond, der weiße Diamant und Little Dieter Needs to Fly. Das sind eine ganze Reihe von Filmen, wo die sind dann fast wie eine attische, wie eine griechische Tragödie, wo jemand einen Traum hat vom Fliegen und dafür bestraft wird, also auf entsetzliche Weise bestraft wird und dann in der Regel aber sowas wie eine Erlösung. Und das ist fast immer wie so griechische Tragödien. Ja, ja, nicht, dass ich das unbedingt geplant hätte und so machen wollte. Das ist mir unter den Händen auf einmal so geworden. Aber dahinter steht, dass ich selber fliegen wollte. Ich wollte Skispringer sein. Ich wollte, das merkt man ja auch an dem Steiner-Film, weil man merkt, dass ich was davon verstehe. Auch, ja, genau. Ja, der wusste sofort, ich verstehe was davon und kann tief in ihn hineinschauen. Und diese Geschichte, die er erzählt am Ende, da von seinem Raben,
Ist das seine Geschichte oder haben Sie die Geschichte erfunden? Ich also hätte sie erfinden können. Nein, so. Ja, ja, deswegen frage ich. Ich habe kein Problem, so Sachen zu erfinden. Oder zum Beispiel, ich weiß, deswegen frage ich zum mich Beispiel immer gefragt. Lektionen in Finsternis. Ja. Fängt an mit einem Zitat von Blaise Pascal. Ja. Der Untergang der Sternenwelten wird sich wie die Schöpfung in grandioser Schönheit vollziehen. Das heißt, das ist von mir erfunden, ja. Aber drunter geschrieben Blaise Pascal. Ja, ja. Und zwar deswegen, weil es Pascal nicht hätte besser sagen können. Und ich will, bevor der Film angeht, das Publikum auf einem sehr hohen Niveau haben und von dort aus steigen sie dann in den Film ein. Ja. Und da lasse ich sie nie wieder herunter bis zum Ende des Films. Mhm. Also und bei Steiner die Geschichte mit dem Raben, den er großgezogen hat und den er dann erschießen musste, weil er der hat Federn verloren, konnte nicht mehr fliegen. Und andere Raben haben den dann gequält und auf ihn gehackt. Und er hat seinen Raben erschossen. Das war nicht von mir erfunden, aber mhm. ich habe das nur herausbekommen, weil ich gesehen habe, da ist etwas. Mhm. Ich bin mit ihm durch sein Fotoalbum gegangen und da war ein Polaroid-Foto von einem Raben. Und ich habe gesagt, ein Rabe. Und da hat er gleich weitergeblättert. Er hat gesagt, ja, das war ein Rabe und so. Und ich habe gesagt, ja, erzähl mir doch von dem Raben. Nein, das war nur ein Rabe und so. Und ich habe, glaube ich, an 3 Tagen hintereinander bin ich zu ihm und habe gesagt, was ist mit dem Raben? Ich will von dem Raben wissen. Ich wusste, da ist etwas. Aber er hätte nie darüber gesprochen, wenn ich nicht gemerkt hätte, geahnt hätte, in ihn hineingeschaut hätte, dass da etwas Bedeutendes ist. Ich habe den Film vor 2 Tagen nochmal gesehen und mir ist aufgefallen, was hat er eigentlich in der Hand? Der hat ständig diese Bewegung. Ja, das muss nicht erklärt werden. Er ist auf einem zugefrorenen Wasser, ich glaube ein kleiner See, wo ein Loch hineingebohrt ist und er hat eine Angel. Das ist doch eine Angel, ja. Das ist eine Angel, die ist aber nur so kurz. Ja. Und eine Nylonschnur und er hat einen Haken und einen Köder und fischt. Okay. Ja. In der Höhle der vergessenen Träume, sagen Sie im Zusammenhang mit den Bildern an der Felsenwand, wir sind in der Geschichte verankert. Sie, also die prähistorischen Menschen, waren es nicht. Und Sie scheinen das irgendwie zu bedauern, dass wir in der Geschichte verankert sind. Stimmt das? Und ist das Bild vielleicht eine Erlösung für Sie, aus der Geschichtsverankerung zu kommen? Nein, ich habe überhaupt kein Problem, dass ich in der Geschichte verankert bin. Das gibt uns ja ganz klare Projektionslinien und dass ich zum Beispiel weiß, woher ich komme und wo ich jetzt im Moment bin. Und ich sehe auch, wo ich sein werde bald. Das heißt, ich sehe da klarer wahrscheinlich als andere. Aber wenn wir davon reden, dass prähistorische Menschen vor 32, vor 35.000 Jahren nicht wohl in einem Zusammenhang, geschichtlichen Zusammenhang gelebt haben, wie wir das heute erleben. Das ist eine sehr merkwürdige und sehr ungewöhnliche Erkenntnis. Was mich zum Beispiel außergewöhnlich fasziniert hat, ist ein kleiner Fries mit, ich glaube, es sind Rentiere und Mammuts, Wollmammuts. Man kann, weil das mit Kohle gezeichnet wurde und sehr, sehr schön, sehr intensiv und schön gezeichnet, man kann über Radiokarbon-Datierung feststellen, wann ist das Rentier gemalt worden. Das wurde nämlich unvollständig zurückgelassen. Jemand anderer hat das dann fertig gemalt und zum Teil mit einem Mammut übermalt. Und auch da ist Datierung gemacht worden. Und derjenige, der das vervollständigt und zu Ende gemalt hat, kam 5.000 Jahre später. Wahnsinn. Und das finde ich eben schon etwas, was sich außerhalb von unserer Vorstellung bewegt.
Ich glaube, in dem Film, den Sie gemacht haben mit Peter Burka, das war in den 80er Jahren, glaube ich, da sagen, sprechen Sie von der, von einer mythischen Zeit, in der wir wären. Ist das auch so das ungefähr das Gleiche, also im Gegensatz zu der historischen Zeit, in der Nein, ich glaube, ich habe nicht von mythischer Zeit gesprochen. Ich empfinde eher, oder dass von wir einer Zeit, in der in Mythos einer erfunden werden? heroischen Zeit sind. Ja, stimmt, das Ja, war es das, ist, ja. aber das würde zu lange dauern, zu erklären, was ich unter heroischer Zeit, wie ich das definieren würde. Aber es gab solche Zeiten, wo auf einmal unerhörte Veränderungen stattgefunden haben, in ganz, ganz dichter Zeit und wo die Verhältnisse auf einmal porös wurden und wo ungewöhnliche Gestalten dann auch plötzlich ins Licht der Geschichte getreten sind. Zu kompliziert Ja, das okay. jetzt hier zu. Ja. Sie müssen es so nehmen, wie ich sage. Okay. Tut mir leid. Sie haben viele Dokumentarfilme gedreht. Sie haben, also Sie machen ja nicht so richtig einen Unterschied zwischen Spielfilm und Ja. Dokumentarfilm. Es gibt so ein paar Dokumentarfilme, wo der Kommentar von, also Ja. von Ihnen sehr präsent ist. Zum Beispiel Ja. Gott und Liebe Laden und andere wie Bells from the Deep oder Who is Sermon, wo es fast keinen Kommentar gibt. Wie entscheiden Sie, ob das den, ob es den Ach, das kommt aufwendigen immer, ja. Kommentar gibt oder nicht. Das kommt eigentlich wie von selbst, weil der Gegenstand des Films immer die Form auch diktiert. Aber ich habe im Lauf der Zeit gesehen, dass wenn ich Kommentar selbst spreche, ist sicher besser, als wenn das irgendein Schauspieler, ein geschliffener Schauspieler machen würde. Und von daher ist auch der Weg für mich immer ganz einfach gewesen, auch hinter der Kamera als Schauspieler, nicht nur hinter der Kamera zu sein, sondern eben auch als Schauspieler zu agieren. Ja. Und ich habe ja auch Sachen gemacht, Jack Reacher mit, wie heißt er, wie heißt der Schauspieler, der auch Mission Impossible gemacht hat und solche Tom Filme. Cruise. Tom Cruise, Ja. ja. Entschuldigung, dass Ja. das. Ich bin so im Jetlag. Ja. Ich bräuchte ja erst einmal 14 Stunden Schlaf, um mit Ihnen richtig reden zu können. Ja, gut. Das Schöne mit in solchen Filmen ist, dass ich wurde bezahlt, dass ich furchteinflößend bin, dass ich schreckenerregend bin. Und ich bin gut. Ich Ja, mache das gut, es gibt ja. diesen Film von Zack Penn, The Grand, wo sie den German spielen. Und Ja. ist es ein Spiel für sie, diese Selbst. Also, sie spielen wirklich mit dem. Weil, also, in Frankreich hat man ja noch ein Bild von ihnen, wo man denkt: Oh, der Herzog-Film, das sind düstere Filme, da wird man nicht lachen und so. Es Und es gibt wird immer, unheimlich viele. es wird sehr viel gelacht in meinen Ja, Filmen, eben. Das wollte auch ich in, ja. Also, auch letztes. im Übrigen auch in Aguirre und in Ja, vielen. natürlich, ja. Das ist aber ein sehr merkwürdiger, ungewöhnlicher Humor. Also zum Teil sehr, sehr schwarzer Humor und es wird viel gelacht und ich glaube, dass fast alle meine Filme Humor haben. Das sind so Stilisierungen, die über die Medien kommen. Ja, man glaubt, wenn ich so etwas mache wie Aguirre, der Zorn Gottes, da muss derjenige, der den Film gemacht haben, so ein besessener Teutone sein und so. In ein paar Jahrzehnten ist das völlig verschwunden, dass man so denken wird. Haben Sie Spaß, den bösen, bösartigen Bösewicht zu spielen? Also in diesem The Nein, bei. German, The Grand, Ach, das ist. sitzen Sie mit Das so ist einem reine. Kaninchen. Nein, das muss man richtig sehen. Es gibt so ein gutes Maß an Selbstironie auch. Ja. Und das muss ich vertragen können. Und das tut mir auch gut. Und ich glaube, es tut auch dem Publikum gut. Ja. Sie haben vorhin vom Internet gesprochen und dass halt eben die Möglichkeit, also die für die Verbreitung der Filme oder der
was da die neuen Medien ermöglichen. Es gibt unheimlich viele Filme, Parodien oder halt eben über sie im Internet. Kennen Sie diese Filme? Oder, also es gibt eins zum Beispiel, das heißt Cooking with Werner Herzog. Ich weiß nicht, ob das kenne ich nicht, aber es sind ja, das ist ein seltsames Phänomen. Es gibt etwa ein Dutzend oder vielleicht 20 Doppelgänger. Ja. Leute, die behaupten, sie wären mich, die haben dann Websites unter meinem Namen und beantworten auch Post oder schreiben fürchterliche Briefe an Werner Herzogs Brief an seine Putzfrau. Und das Interessante dabei ist, dass nachdem junge Leute kaum mehr lesen, das heißt, sie lesen Twitter oder Facebook und so nur in ganz kurzen Stücken wird gelesen, die können nicht mehr Zusammenhang erkennen. Das heißt, mein Brief an meine Putzfrau, nach spätestens der allerersten Zeile weiß man, das ist eine reine intelligent gemachte Satire. Was dann auch niemand feststellt, ist, dass es gibt die Überschrift Werner Herzogs Brief an seine Putzfrau und drunter steht bei Scott Riley oder irgendwas. Der Autor gibt sich sogar zu erkennen und das sieht niemand mehr. Also es gibt Doppelgänger, Sprachimitatoren. Ich habe einen Film in der Antarktis gemacht, da gab es, bevor der Film geschnitten war, schon eine Parodie im Internet. Aber nachdem ich nicht auf Facebook oder in solchen Foren bin, höre ich nur so ab und zu. Ich finde es interessant, dass ich sozusagen Doppelgänger habe, die ich als fast wie Bodyguards verstehe. Das heißt, die sollen da draußen ruhig ihren Wirbel machen, die sollen die Gefechte führen, die sollen die Scheußlichkeiten verbreiten. Das ist eben etwas Neues, was es im Internet gibt, wo man auf einmal eine Präsenz hat, die eine rein fiktive ist, die aber nicht von mir fiktiv ist, sondern von vielen Leuten. Und warum ich gerade das Ziel dieser fiktiven Herzogs bin, ist für mich noch nicht verstehbar. Okay. Aber ich habe mich auch nicht damit wirklich beschäftigt. Ja. Nee, aber es ist ein interessantes Phänomen auf jeden Fall. Es ist schon witzig. Ja. Das Gehen ist für Sie sehr wichtig. Also ich habe das vorhin gesagt, Sie sind viel gelaufen, auch in den Filmen. Ja. In Gaschherbrum, da laufen Sie mehrere Tage lang, bevor Sie zum Basislager kommen. In dem Bukassa-Film, da Echos aus einem düsteren Reich, da filmen Sie den Michael Goldsmith und der läuft immer mit den Leuten, die er interviewt. War das eine Idee von Ihnen oder von ihm? Und was sollte denn dieses Gehen, dieses ständige Hin- und Hergehen bewirken? Das war sicher von mir, aber ich kann mich nicht mehr ganz erinnern. Ja. Weil das finde ich interessant. Also der Film ist ja wirklich beeindruckend und ich fand dieses Gehen mit dem, also von dem Goldsmith mit den Leuten sehr interessant und sehr auffällig. Das hatte natürlich mehrere Vorgeschichten. Eine der Vorgeschichten war, dass ich Ende der 60er Jahre, als Bokassa gerade 3 Jahre an der Macht war, nach einem Militär-Coup d'État. Da war ich ja auch in der Zentralafrikanischen Republik und auch festgenommen worden und war auch sehr krank. Ich hatte Malaria und Bilharzia gleichzeitig und das hat damals Eindrücke gegeben, die mich nie verlassen haben. Und die Figur Bokassa hat mich eben immer fasziniert. Warum so viel gegangen wird, ich meine zwangsläufig, wenn Sie Gaschabrum drehen, jeder, der an diese beiden Berge will, muss 220 Kilometer an Gletschern entlang gehen, bis man dort ist. Oder der Film, den ich in Indien gedreht habe, Rad der Zeit. Ja, da wollte ich auch sagen, als Sie da zum Kailash um den Berg Kailash herum, das sind 3 Tage, aber es ist richtig scharfes Gehen herum und man muss mit den Pilgern sozusagen Schritt halten, um mit ihnen filmen zu können. Sie haben
gerade aus in diesem Bokassa-Film, da wollte ich auch einen Auszug zeigen. Zum ersten Mal vielleicht Archivmaterial benutzt. Ich wollte Nein, vielleicht, dass in wir uns. In meinem allerersten Film Herakles ist Archivmaterial verwendet. Ja, das ist verwendet. Wahr. Ja, das ist wahr. Aber ja. Also ich, vielleicht können wir uns das anschauen und vielleicht drüber sprechen hinterher. Ja, der 4,5-jährige Kronprinz hat mich interessiert. Das war Bokassa hatte ja, glaube ich, 56 wahnsinnig. Kinder. Und der Kleine war sehr faszinierend für mich. Und diese ganze napoleonische Zeremonie, die da gemacht war, das hat damals, glaube ich, 40% oder 60% des Budgets, des Jahresbudgets des Staates gekostet. Und das ist Material, was ich überhaupt noch nie gesehen habe. Man kann das gar nicht erfinden, ja, wie die Lakaien versuchen, ihm einen Handschuh anzuziehen, dem Kleinen. Ja, der schlief dann auch ein auf einem quadratischen Kissen und ja, wie ein Insekt auf dem Rücken mitten in der Zeremonie. Also es ist auch schön gefilmt worden. Ich weiß nicht, wer das gefilmt hat. Es war, glaube ich, eine Fernsehstation, die das gemacht hat. Aber die haben ja auch einen Blick dafür, weil die lenken da die Kamera darauf und die richten da wirklich die Kamera darauf. Und das ist, also diese Szene ist unglaublich. Ja. Also die schaffen das einfach nicht, diese. Ja. Und dann am Schluss hat er dann doch die Handschuhe. Also man sieht ihn, er wird angekündigt und. Ja. Und es war auch dann, als wir gedreht haben, sind wir auch zweimal festgenommen worden, wo wir in diesem Sportpalast drehen wollten, wo Reste dieser Statue von ihm noch übrig waren. Mhm. Und das war ganz komisch, da kamen auf einmal ganz, ganz empörte junge Männer, die sich als Vigilanten zu erkennen gaben und die dann Polizei gerufen haben und der Polizeichef und kam persönlich. Während der Dreharbeiten. Und was immer dann, noch, also nach wie vor. Das ist das Kissen, das Kissen, auf dem man dann einschläft, wie man da drauf einschlafen kann und Platz hat, ist wunderbar. Also man sieht ihn wieder kommen und dann hat er eigentlich seine Handschuhe. Was mich bei diesen Bildern ja auch, also Sie haben ja diese Bilder ausgesucht, ich vermute, es gibt ja extrem viele Archivbilder von dieser Bokassa-Diktatur. Ja. Und Ähnliches haben Sie gemacht, auch wenn es ein ganz anderes Thema mit Grizzly Man. Nach welchen Kriterien suchen Sie sich diese, weil das muss dann halt, man muss dann vor einem Haufen von Bildern stehen und man muss eine Auswahl treffen. Richtig, ja, bei Grizzly Man war das auch unter hohem Zeitdruck. Ich habe den Film eigentlich an mich gerissen, von jemandem aus der Hand gerissen und dann gemacht und hatte praktisch nur 10 Tage Vorbereitung und habe in Alaska dann gedreht. Ich wusste, dass von Timothy Treadwell etwa 100 Stunden Archivmaterial oder von ihm gedrehtes Material da war. Und ich hatte aber nur eine Stunde gesehen. Und wusste, da muss etwas Besonderes drin sein. Als ich vom Drehen zurückkam, dann, das war 20. September und ich hatte nur 14 Tage gedreht, es war 20. September und dann wurde mir gesagt von der Produktion, es wäre schön, wenn dieser Film fertig werden könnte für Sundance. Es ist aber erst im Februar. Und ich sagte, das kann ich leicht. Und dann hieß es aber, das gibt ein Problem da, weil die Auswahlkommission tagt nur noch bis Anfang Oktober. Oh je. Das heißt, in 10 Tagen ist Einreicheschluss. Ah. Und ob ich das in 10 Tagen machen kann? Ich sagte, ja, ich glaube, das kann ich. Aber ich habe mir dann 4 intelligente junge Leute geholt, die 100 Stunden Material durchgesehen haben. Die hatten sehr genaue Instruktionen und ich war dann auch immer wieder mit denen herum und habe geschaut, was macht ihr da und was holt ihr raus, was werft ihr weg. Und ich habe zum Teil auch Material gefunden, das weggeworfen wurde und zum Teil die schönsten Sachen, die niemand erkannt hat. Aber
alleine 100 Stunden Material anzusehen, da brauchen sie allein 10 Tage. Ja. Das konnte ich gar nicht. Hm. Und, oder auch ähnlich der Film The Wild Blue Yonder. Ja, da hatten da sie ist, auch mal NASA. Da ist Material von der NASA von 1989. Ja, ja. Und das war so außergewöhnlich, mit solcher unglaublichen, mysteriösen Kraft und Schönheit, dass ich sofort wusste, das muss ein Science-Fiction-Film werden. Ja, ja. Und Material auch, das unter dem Eis in der Antarktik gedreht wurde. Ja. Und das ist eigentlich so zwei Säulen, die den Film tragen. Und dann kam auch sehr merkwürdig dazu, dass ich ja mit den Astronauten von damals der Mission 1989 drehen wollte. Mhm. Und ich traf die dann auch alle in Houston im Johnson Space Laboratory. Und die saßen dann alle in 5 Stühlen oder was. Und ich hatte einen Stuhl und mir ist das Herz irgendwie stehen geblieben. Was sage ich jetzt denen? Mhm. Und ich hatte dann eine Eingebung, das hat eben auch damit zu tun, wie man tief jemand erkennen kann und sehen kann. Und ich sagte, ich bin in den Bergen aufgewachsen als Kind und ich hatte nie ein Telefon, habe nie Kino gesehen, wir hatten kein fließendes Wasser. Ich habe mein erstes Telefonat gemacht, als ich 17 war. Und da schauten sie so und ich sagte, von der Zeit her kann ich sagen, kann ich erkennen, wer Kühe melken kann mit der eigenen Hand. Wer kann Kühe melken? Und ich habe gesagt, you, sir. Und das war der Pilot des Space Shuttles. Und der hat gesagt, und der konnte Kühe melken. Und ich habe das gesehen. Wenn ich einen Fehler gemacht hätte, wenn der nicht hätte Kühe melken können, dann wäre das Ganze überhaupt nur noch in einer einzigen Peinlichkeit versunken. Aber Sie haben sich nicht vertan. Nein, ich kann erkennen, wer Kühe melken kann. Mhm. Erstaunlich. Vielleicht können Sie es nochmal versuchen heute Abend. Mal gucken. Sie haben früher immer mit demselben Team gearbeitet, also Kameramänner, ja. Jörg Schmidt-Reitwein, Thomas Mauch, mit der Kötterin Jellinghaus, ja. Also Beate Meinker Jellinghaus. Jellinghaus, ja. Seit ein paar Jahren drehen Sie mit Peter Zeitlinger und die Montage macht Giobini in der Regel. In der Musik ist es auch so was Ähnliches. Sie haben früher viel die Musik von Florian Fricke und heutzutage arbeiten Sie viel mit Ernst Reisinger. Oder Klaus Bartelt, also genau. Den Film, den ich gerade jetzt fertig mache. In ein paar Tagen ist er fertig. Ich mische jetzt. Da ist die Musik von Klaus Bartelt für Queen of the Desert. Ja. Ja. Was hat sich für Sie da bei diesem Teamwechsel, Generationswechsel wahrscheinlich verändert an der Arbeit? Hat es einen Einfluss gehabt auf die Art der Filme, die Sie drehen? Nein. Ich glaube, die Filme sind dieselben, nicht dieselben geblieben, aber die Fundamente sind nie verändert worden. Mhm. Und das hat natürlich auch zu tun damit, wo man lebt und arbeitet. Mhm. Es hat damit auch zu tun, dass man sich auseinanderentwickelt auch. Zum Beispiel Popol Vuh oder Florian Fricke, es war ja praktisch ein Mann nur. Das war eine, ja. Der hat sich auf einmal von mir wegentwickelt. Hat der angefangen, in New Age Pseudophilosophie zu denken und zu reden. Und das diesen Weg wollte ich nicht mitgehen. Der ist also irgendwo dann weggedriftet. Und das passiert eben. Mhm. Und ich habe, glaube ich, mehr darauf Acht gegeben, mit wirklich guten Leuten zu arbeiten und die auch lange über lange Zeit aufzubauen und
ihnen auch loyal gegenüber zu bleiben. Das habe ich mit größerer Intensität betrieben als andere Filmregisseure, die ich kenne. Haben Sie, Sie arbeiten, glaube ich, nicht mit Storyboards, ne? Das ist ja für Sie ganz fremd und wie bestimmen Sie, welche Einstellungsgrößen Sie benutzen werden, wie die Schauspieler sich im Bild bewegen das sollen? Das mache ich immer am Drehort. Einfach so, aus dem Bauch heraus? Nicht aus dem Bauch heraus. Da, es gibt ja viele, eine Summe von Erfahrungen und es gibt eine bestimmte Dynamik, die über die über den Inhalt kommt, über das Sujet, über die Substanz. Und dann ergibt sich eine Form, die dann dem Sujet nicht aufgezwungen ist, sondern organisch eben daraus entsteht. Ja. Ich erlaube also zum Beispiel keine Diskussion über Ästhetik am Drehort. Am Drehort. Auch nicht davor und auch nicht danach. Und trotzdem aber sie sind sehr ästhetisch. Ich weiß, da ist eine Ästhetik da, die kommt schon von selber. Sie haben gerade vorhin den Film, den neuesten Film, den Sie gedreht haben, Queen of the Desert, erwähnt. Können Sie uns vielleicht was dazu erzählen von diesem Film? Also was das für ein Film ist? Und ach, der Film ist ja noch nicht heraus, er ist noch nicht fertig. Das ist eine Geschichte in der Wüste im Wesentlichen, also in der Sahara oder in, nicht in der Sahara, in der arabischen Wüste, über eine Person, so eine Art, eine Frau, die so eine Art weibliches Äquivalent zu Lawrence of Arabia war. Das ist ein großer epischer Film. Und wann werden wir das Vergnügen haben, den Film zu sehen? Sie das schauen Sie, in 14 Tagen ist der Film fertig gemischt und dann liefere ich ihn ab. Dann muss aber erst ein Verleih sehen und wenn die den dann kaufen, dann dauert das ja immer mindestens ein halbes Jahr, bis der Film dann in Kinos kommt. Die müssen ja gebucht werden. Ich glaube, dass international Verkäufe gemacht werden. Es kann sein, dass der Film in verschiedenen Ländern relativ bald herauskommt, vielleicht relativ früh nächstes Jahr, möglicherweise auch in einem Festival. Ich weiß das alles noch nicht. Man kann vielleicht. Nein, so lange will ich gar nicht warten. Ich bin auch, ein Film muss auch nicht immer auf irgendwie Festivals gehen. Das Problem ist, dass einfach zu viele Festivals da sind. Es gibt 4000 Festivals pro Jahr, aber es gibt maximal 4 wirklich gute Filme, 3 Filme, 4 Filme, wenn es ein wirklich gutes Wenn Sie ein guter Kinojahrgang sind, dann haben Sie 4 gute Filme. Und da ist eine Balance außer alle Kontrolle geraten. Ich würde am liebsten einen Film machen, der dann sofort ins Kino geht. Ohne über die Festivals zu gehen. Vielleicht aber es ist so ein Teil des Geschäfts und wenn die Produktion den in irgendein Festival gibt, gut, okay. Eine letzte Frage in dem Film, den Sie über sich selber gedreht haben, Werner Herzog, Filmemacher, da unterhalten Sie sich mit Lotte Eisner. Ich erinnere mich nicht mehr an den. Also es gibt ein Gespräch zwischen Ihnen und Lotte Eisner auf Englisch und Sie sprechen viel von dem Erbe des deutschen Films und da scheint Ihnen die Geschichte des deutschen Films wichtig zu sein oder also halt eben dieser Zeit, Murnau-Zeit oder Fritz Lang-Zeit, Weimar, also Weimarer Kino. Wie ist es denn eigentlich heute, dieser deutsche Film? Sie sagen, ich habe da mal so Interviews mit Ihnen gesehen, wo Sie sagen, das interessiert Sie nicht sehr. So, interessieren Sie sich für das, was die jüngeren Filmemacher in Deutschland heutzutage machen oder ist es für Sie? Ich will zuerst antworten über den geschichtlichen Zusammenhang. Ja, sicher, wie ich auch vorher gesagt habe, dass ich
mich in einem geschichtlichen Zusammenhang erkennen kann, ist etwas, was sehr wichtig ist. Bei in Kultur ist es immer sehr wichtig, vor allem auch deswegen, weil ich ja mich aus dem Konventionellen so sehr entfernt habe. Das heißt, ich mache eigentlich Kino, als hätte ich Kino selber erfunden und als gäbe es kaum andere Filme. Ich sehe auch kaum Filme. Ich sehe vielleicht 2, 3 Filme pro Jahr im Durchschnitt. Und das ist auch einer der Gründe, warum ich nicht wirklich weiß, was in Deutschland im Moment gemacht wird. In den letzten 30 Jahren habe ich 2 deutsche Filme gesehen. Das ist ja nicht viel. Ja, das heißt, ich kann es gar nicht beurteilen. Mhm. Aber das war für Sie ein wichtiges Thema damals, diese Es ist immer ein wichtiges Thema, auch heute noch, dass ich sozusagen einen Nexus spüre und sehe und erkenne, der mich kulturgeschichtlich in einem bestimmten Rahmen, in einem bestimmten Fluss eben aufgefangen hat. Ja. Ich will dazu ja auch gehören und ich glaube auch, dass jemand, der Bücher schreibt oder Filme macht, ohne irgendeinen Zusammenhang nicht wirklich funktionieren kann. Gut, das wäre das Schlusswort. Vielen Dank für dieses Gespräch, Herr Herzog, und vielen Dank, dass Sie hier gewesen sind. Dankeschön. Danke.